Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampires. Wir machen uns jetzt auf den Weg, eine Stripperin zu besuchen, die eigentlich ein Jäger sein soll, ein Vampirjäger. Und das schauen wir uns doch mal genauer an, würde ich sagen. Hallo, Peepshow. So, wo ist Chastity? Chastity. Employees only. Employees only. Du, Chastity? Da war die falsche Tür. Da wollte ich nicht raus. Tut mir leid. Nochmal ein Ladebildschirm. So, dann müssen wir, glaube ich, hier mal Thinbin Peepshow. Passwort, ich habe keine Ahnung. Sünden. Verriegeln. Ruhig bleiben, ja, ruhig bleiben. Alter, bist du dämlich. Kann ich das irgendwie... Ah. Ja, das wollte ich auch nicht, Idiot. Status. Fenster 2, okay. Fenster 3, okay. Alright, nicht möglich. Ersatzteile für Fenster 1 bestellt. Okay. Du bist doch Chastity. Oder du? Yeah, what are you looking for, honey? Bist du Chastity? Du bist nicht Chastity. Das ist Chastity. Geh mir aus dem Weg. Du? Die ist auch aus dem Weg. Komm rein! Das war dumm. Das war ganz dumm. Irgendwie hat das nicht so geklappt, wie es sollte. Sie erlitten den endgültigen Tod. Spielladen. Autosave. Ich glaube, das war der richtige jetzt. Ja, genau, wir sind da raus. Und dann ins Thinbin. P.
Peepshow. Managa. Kann ich den da erst irgendwie... Alter, hau ab. Da ist keiner. Da ist noch einer, nicht? War ja gut. Da hing nur noch ein Zettel. Passwort Zünder. Zinbin. Peepshow. Zünder. Verriegeln. Das hat's geklappt. Alter, du sollst da nicht rein. Yeah, what are you looking for, honey? Wie wär's mit deiner Gratisnummer? Okay. I'll just go back into the Pleasure Palace. Ey, mit dem Kick die Tür aufgekickt. Coole Sau. Well, here we are. You got something specific in mind, cause the clock's ticking, honey. Warte hier, meine undurchsichtige Blume. Meine durchsichtige kleine Blume. Noch den Fettsack da rauskriegen. So. Das schmeißt er da immer wieder Geld rein, ja. Mann. Wie kriege ich jetzt die Chest City da raus? Ohne dass der Typ das sieht. Wie machen wir das am besten? Wie machen wir das am besten? Hey, Schnecke! Ah, Fettsack, 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 du bleibst jetzt hier raus. Ganz genau, so soll's sein. Du sollst hier nicht rumlaufen, Mann. Well, here we are. You got something. So. Ich
Warte. Wieso? Wieso? Du sollst da drin bleiben, Alte. Da ist doch gar keiner mehr. Na komm, Fetti, hau ab. Das Geldautomat geht nicht mehr. Hey, I was waiting in there for 10 minutes. What's your problem? Oh. Okay. I'll just go back into the pleasure palace. 10 Minuten? Erzähl keinen Blödsinn. So, nochmal den ganzen Quatsch hier. Nehmen wir die Uzi. Ah, du hast sie. Hi, Schnecke. Ja, mal ein Quicksave. Well, here we are. You got something specific in mind, because the clock's ticking, honey. Oh, wie geil. Damit. Ah, jetzt steht ihr hier im Weg rum. Naja, machen wir das halt so. Komme ich da aus dem Zimmer nicht raus, weil die vor der Tür steht. Ist da zum Kotzen. Wieso kann ich die nicht an eine Seite schieben? So, machen wir das so. Eben wieder Blutvorrat auffüllen. Und zack, fertig. Dankeschön. So, tschüss. Auftragsbuch. Sie haben die Jägerin Chastity für Vivi eliminiert. Sie wird das trotzdem wissen wollen. Menschlichkeit verloren. Egal, kriegen wir schon wieder dabei. Das wollte ich nicht, das war die falsche Taste. Schauen wir doch bei Vivi vorbei. Im Vesuvius. Wo ist sie denn, die Schnecke? Oben noch? Da ist sie. Look who's back. Püppchen, Puppe, die sprechende Puppe. Die sprechende Puppe. Velvet will do nicely. Was die Jagende betrifft. Die Jägerin wurde gejagt. I know. I heard you from here. So you like loud noises, do you? I asked you to be quiet. All you've done is attract attention to yourself. And now you're in my club. You think there's any chance someone might make the connection? I don't know if you've helped or made things worse. Ich bin in ein riesen Fettchäpfchen getreten. Ich wollte damit keine Spur zum Püppchen Puppenhaus legen. Fine. Apology accepted. Only because no one else got hurt. Erzähl mir etwas. Mhm. Hollywood.
Was soll ich für diese Frau tun? Mingle, sightsee, chat, and me, of course. Erzähl mir was anderes. Mm-hmm. Erzähl mir von Isaacs Kind. Ash, Isaac does so love him. We're like step-siblings, Ash and I. But I think Ash is reckless. He's never been comfortable with what he's become. And he's getting careless. Erzähl mir noch was anderes. Mm-hmm. Wie lautet deine Geschichte, Puppe? Mm-hmm. Poor Puppe. Worum geht's? Ist der verrückt? David Hatter is an aspiring screenwriter and hotel manager. He comes in more often than he would admit. Several years now. Poor dear just can't get a break. I overheard him talking about his new screenplay with one of my girls. It was about secret societies and creatures that found themselves dealing with inner beasts and persecution by elder monsters. Sound reminiscent of something to you? Er ist in meinem Kopf? No. It's about Kindred. The details of his story were too insightful to be coincidental. I think someone's working with David. A Kindred who doesn't realize the consequences of their actions. Do you know what the penalty for revealing ourselves to Kine is? Tod. Death. I'm afraid poor David's big break. The screenplay he's worked so hard on must be destroyed. And his less than silent partner must be... executed. I know David too well. I'm very fond of David, and I'm too close to do what needs to be done. Hatters Stück muss unfertig bleiben in vielen kleinen Stückchen. I don't think Hatter knows his collaborator is Kindred. You'll have to take David's screenplay, and somehow you'll have to coax the name of his source out of him. Once you found out who, kill the traitor. But do not touch David. Wenn ich damit fertig bin, gibt es kein Problem mehr. David works at the Lucky Star Motel. He's very passionate about his writing. He loves to talk about his craft. I'm sure he'll talk about his screenplay. It may take some persuasion to get him to give up his collaborator's name, however. Meine Wege sind viele und heitere. After this is over, I promise, you'll have my complete attention. Ich mag Aufmerksamkeit, darum schneide ich mich in Menschenansammlungen gern selbst auf. Ich bin fort. So, neuer Auftrag von Vivi. David Hatter ist ein Autor, der nachts in der Rezeption im Lucky Star Motel arbeitet. Er hat an einen unbekannten Co-Autor ein Drehbuch über Gesellschaft der Kindskinder geschrieben. Das Manuskript und der Co-Autor müssen vernichtet werden, aber Vivi Hatter will Hatter verschont. Ah, dann auf zum Lucky Star Motel. Würde ich sagen. Und dann schauen wir doch mal weiter. Aber irgendwie weiß ich immer noch nicht, wie ich an die... an die Nosferatu rankommen soll. Ist mir immer noch nicht ganz klar. Jump. So, bevor wir aber ins Lucky Star gehen, beende ich diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Herr Mango. Bye bye.